Oh, Bro, was ist das? Das muss ich sagen, interessiert mich sehr. Filme und Serien, die ich täglich zitiere oder fast täglich zitiere. Ich bin sehr gespannt. Wir können jetzt mal gucken, wie viele davon es in unseren täglichen Sprachgebrauch schaffen. Von Nille spricht man den so aus. Filme und Serien, die ich fast täglich zitiere. Und da gibt es wohl eine ganze Playlist auch davon. Ich bin gespannt. Lebend kriegt ihr mich nie, ihr Schweine! Nein, Johnny, mach das nicht! Na los, töte jemanden! Nicht so schüchtern! Siehst du, Waffen töten keine Menschen, Menschen. Okay, das habe ich jetzt noch nicht zitiert, dass meine Waffe jemanden töten soll. Wie viel hast du denn gehört? Es war auf jeden Fall genug. Hast du meine Unterhose gesehen? Nein, Patrick. Würdest du sie gerne sehen? Den kannte ich noch nicht. Also bisher habe ich noch nichts davon zitiert, aber den finde ich gut. Hast du meine Unterhose gesehen? Würdest du sie gerne sehen? Alter. Geh mir verflucht nochmal aus den Augen, bevor ich dich vernichte. Elastige. Okay, den kannte ich jetzt auch nicht. Du hast Elastigirl geheiratet? Alter, ich sag's euch, die Mom aus Die Unglaublichen, da habe ich als Kind schon den einen oder anderen feuchten Traum gehabt. Und warst fleißig. Meine Mandarinchen? Ich soll Ihnen meine Mandarinchen zeigen? Schatz, ich weiß, du willst gewinnen, aber ist das nicht doch ein wenig übertrieben? Also, was? Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das Serien sind, die man täglich zitiert, sondern dass es einfach nur witzige Filmclips sind, oder? Also, ich habe immer noch nichts davon in meinem Leben zitiert. Denn man kann von Kartoffelettis niemals genug kriegen. Viva Asal! Assalamu alaikum, 5 Döner bitte! 1000 Yen, das ist gut Preis. Nee, nix gut Preis. Digga, ist das so in der Serie? Ist das so in der Serie? Assalamu alaikum, 5 Döner bitte! Ist das so in der Serie? Was? Assalamu alaikum, 5 Döner bitte! Was? Assalamu alaikum, 5 Döner bitte! Oh, das brauchen wir fast als Alert irgendwo. Wie war? Assalamu alaikum, 5 Döner bitte. 1000 Yen, das ist gut Preis. Nee, nix gut Preis. Oder besser noch, ich mach dich alle und schicke die Reste in einem Schuhkarton nach Hause. Ja, genau, zu deiner Mutter, der Das ist gut Preis. Nee, nix gut Preis. Alter. Boah, als 5 Euro, Doni, das wäre so gut. Oh mein Gott, Assalamu alaikum, 5 Döner, bitte. Er hat Schlange gesagt, ganz sicher. Schnell, bevor wir erfrieren. Was meinst du mit wir, Säugetier? Also, ich habe davon noch nie was zitiert. Aber ich kann mir echt gut vorstellen, dass es das ein oder andere davon definitiv in meinen alltäglichen Sprachgebrauch schafft. Also, Assalamu alaikum, 5 Döner, bitte. 1000 Yen, gut Preis. Nix, gut Preis. Also, finde ich schon sehr strong, muss ich zugeben. Und den mit der Unterhose fand ich auch gut. Oh, schön. Sie nicht, Patrick Star. Nehmen Sie sie. Das ist nicht meine. Du Kreuzkopf, du nimmst jetzt das Ding oder ich reiß dir die Arme aus. Okay, und wann zitiert man jetzt das? Also, was die anderen alle sagen, das kannst du eigentlich vergessen. Eigentlich gibt es nur eine wichtige Regel. Und die lautet, fick den Supermarkt, wo du nur kannst. Oder? Sachen nicht an und mach keinen Saustall aus dem Haus. Hol mich morgen vom Flughafen ab und bis dahin mach einfach gar nichts. Und los. Und dein Vater ist scheiße! Ein Haufen Scheiße! Er treibt Schwing. Digga, was ist mit Dragon Ball los? Was ist denn mit Dragon Ball passiert? Er treibt schnell, er treibt immer kriminell. Und die Blue Jeans, die er oh hat, die sind XXXXL. Was ist denn schon dabei? Tut doch keinem weh. Verfickter Ficky Fick Fick. Du möchtest wohl zum Beratungslehrer geschickt werden. Und Sie möchten wohl an meinem Sack lutschen. Ich hab South Park Humor nie gefühlt. Oh
und das rechte Auge schließt. Ja, und dann noch das linke Auge. Na, sieht doch toll aus. Jotaro Star Platinum raucht Justice komplett auf Lunge. Wir haben das Ganze... Was? Linke Auge. Na, sieht doch toll aus. Jotaro Star Platinum raucht Justice komplett auf Lunge. Jutschöne und Gatu, was? Irgendwas raucht er auf Lunge. Wir haben das ganze Zimmer gestrichen und zwar ohne, dass auch nur ein Tropfen Farbe auf... Steiniges Strandgut, was ist das? Sie sprechen gut Französisch. Gracias. Es ist eine Feier. Es ist schizophren. Immer wieder findet man neue Ausreden, um die Mittelmäßigkeit zu verherrlichen. Aber wenn jemand wirklich außerordentlich begabt hier ist, geht es nicht um dich, Bob. Okay, aber... Ausreden, um die Mittelmäßigkeit zu zelebrieren. Bro, das ist so gut. Das ist so richtig deep einfach. Was ist mit den Kohlen? Singen. Ich jodele. Und jodeln ist eine Kunst. Okay. Da gibt's wohl noch mehrere Parts, Freunde. Ich würde sagen, wir pfeifen uns noch mindestens einen rein. Teil 2. Let's go. Es geht schon wieder mit SpongeBob los. Hey, du hast dich vorgedrängelt, du Schlumpf. Nee, mach ich nie. Nennst du mich etwa einen Lügner? Jedenfalls nenne ich dich den Schnucki. Tanzen, laufen. Aber irgendwie geht das doch ein bisschen, also, das geht doch irgendwie an diesem Filme, die ich zitiere, Thema vorbei, oder? Und ich stell die Möbel um. Babs ist shoppen. Der was macht was? Immer wenn ich ein ungutes Gefühl habe, dann zittert mein Schwanz. Und bei allem, was du bisher gesagt hast, hat mein Schwanz vollkommen verrückt gespielt. Jetzt beantworte. Ich habe den Film erst vor ein paar Monaten gesehen. Und ich habe bei der Stelle exakt das gleiche gedacht. Ich habe den Film legit vor. Ich weiß nicht, ob ich sogar 2024 sogar gesehen habe oder auf jeden Fall Winter 23. Das sage ich auch regelmäßig im Club. Kommt aber irgendwie nicht so gut an beim anderen Geschlecht. Bild. Jetzt beantworte ich die Pop-Ups. Ein sprechender Elch will meine Kreditkartennummer. Das finde ich fair. fett, ja! Du hast meine Mutter umgebracht! Würd mir stinken, wenn ich du wär. Wie wär's mit... Was? Du hast meine Mutter umgebracht. Du hast meine Mutter umgebracht. Also, vor allem mit diesem Blut wird mir stinken, wenn ich... Wird mir stinken, wenn ich du wär. Wie wär's mit dem Tag, an dem ich esel? Alter! Also ich meine, dieses wird mir stinken, wenn ich du wär, kenne ich. Aber ich wusste nicht, dass da ein totes Reh vor der Tür liegt. Wieso ist eigentlich außer mir hier keiner gut drauf, hä? Wo sind die Mädels? Wo bleibt das Konfetti? Hey, mal ein bisschen sachte. Was denn los? Du machst dich über mich lustig? Nein. Was? Da oben ein UFO! Wo? Geh zum Teufel, du Lümmel! Hier mach ich Beine, du! Ihr seht zu, dass ihr weiterkommt. Verpisst euch, ihr Vögel! Seit Thaddäus diese Synchronstimme hatte, ist es ganz schlimm. Es ist ganz, ganz, ganz schlimm. Wirklich, Thaddäus kommt viel, viel, viel zu häufig vor. Deswegen gucke ich, by the way, keine deutschen Synchros mehr. Also ich gucke fast alles auf Englisch, wenn es geht. Weil wir einfach, wir haben eine gute Synchro, aber wir haben viel zu wenig Synchronsprecher. Viel zu wenig. Dann baue ich mir eben meinen eigenen Vergnügungspark mit Blackjack und Noten. Moment, nicht so schnell. Bist du etwa ein Japaner? Aha. Bin ich, wieso fragst du? Aha! Das ändert natürlich alles! Was ist das für eine Psychoserie, Digga? Was ist das für eine Psychoserie? Hä? What the fuck? What the fuck? Moment, nicht so schnell. Bist du etwa ein Japaner? Aha. Bin ich, wieso fragst du? Aha! Das ändert natürlich alles! Also Jojo ist ab jetzt für mich einfach die ultimative Rassistenserie. Ist sie tot?
Nein! Nun! Digga, was? 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 Bruder! Wie lange werden Sie noch brauchen, bis Sie den Fahrstuhl repariert haben? Keine Ahnung, vielleicht 3 oder 4. Oder 5, die Folge kenne ich. Das war, glaube ich, sogar auch bei Alkali, wo sie dann, glaube ich, irgendwann in einem Krankenhaus oder so schimmeln. Den Joke verwende ich tatsächlich ja permanent. Dieses 3, 4 oder 5, immer wenn Leute fragen, wie lange der Stream noch geht. Immer, immer. Das ist, glaube ich, bisher von allem, was wir gesehen haben, mein am meisten verwendetes Zitat. Ja, vielleicht 5. Folgt mir. Der Gorilla hat einen Sakko an. Ogre sind wie Zwiebeln. Sie stinken ja. Nein. Sie bringen einen zum Weinen. Nein. Ich glaube, du übersiehst dabei eine nicht besonders nennenswerte, aber dafür umso wichtigere klitzekleine Einzelheit. Du gehörst mir! Okay, das war jetzt ein äußerst skurriles Ende. Noch ein Part. Okay, aber das ist der letzte. Das ist der letzte, okay? Die anderen schauen wir dann nur fest beim nächsten Mal. Aber einer geht noch. Einen auf Oberlehrer machen, Mann, aber echt jetzt! Was für ein albernes Spiel! Ich will ja nicht einen auf Oberlehrer machen, Mann, aber echt jetzt! Was für ein albernes Spiel treiben Sie hier eigentlich? Er ist Thaddäus, Sie sind Thaddäus, ich bin Thaddäus! Hier reicht sich Rausch ab! Zartgequirltes Möwenblut, eingeschrumpfter Hexenhals und darüber etwas Salz! Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Wo liegt denn das Wachtmeister-Herr-Problem? Du bist... Ist einfach Fire Bro in der Fahrzeugkontrolle. Oh nee, nicht schon wieder Dragon Ball. Was passiert jetzt? Du bist doch nur eine Komm doch rein und trink einen Kaffee. Was, ganz in echt? Total gerne! Yo, Alter, deine Mom ist ja eine richtige Milf. Was ist... Was ist JoJo für eine Serie? Digga. Digga. Trink einen Kaffee. Was? Ganz in echt? Total gerne. Yo, Alter, deine Mom ist ja eine richtige Milf. Was ist meine Bestimmung? Du bringst Butter. Oh mein Gott. Zieh den Hebel, Kronk. Das war der Falsche! Hätte ich auch gemacht, den Deal. Jutovic, hättest du den auch gemacht, den Deal? Hätte ich auch gemacht. Kann ich dir nicht verübeln. Verdammt guter Deal. Digga, Freunde, dieser Film, Freunde, ist so freaking legendär. Schaut Inglourious Basterds, wirklich. Verdammt guter Deal. Zucker, Kollege, ich bin dafür, wir motzen das Schätzchen erstmal ein bisschen auf. Echt jetzt. Hast du gehört, Chigo? Wir motzen den Drag Jeep auf. Echt jetzt. Ja, hallo. Ich muss da nochmal ganz kurz zurück. Ich wollte da nochmal einfach... Ich bin Captain Hero und ich kann fliegen und ich kann... Entschuldige bitte, Schwabbel, ich bin am Telefon. Ist mir egal, ich muss meinen Suchthilfegruppenleiter anrufen. Raus mit dir! Und wenn ich dich noch einmal hier beim Wichsen... Digga, jetzt ist dir schon wieder Thaddäus. Wie häufig wird dieser Synchronsprecher gebucht? Raus mit dir! Und wenn ich dich noch einmal hier beim Wichsen erwische, schneide ich dir die Nüsse ab. Ich glaub, Thaddäus Synchronsprecher hat echte Aggressionsprobleme. Wenn du mich losbinden würdest, würde ich dir den Schwanz lutschen, und zwar richtig. Da ist kein Reißnagel, bevor er sich bewegt, und danach ist der Reißnagel da. Reiner Zufall? Glaub ich kaum! Wie wär's mit ein bisschen Obst, bis das Essen fertig ist? Ich hab hier wunderbare Melonen. Her damit! War das ein Zaubertrick? Und alles daran setzt, ihre Kinder zu retten. Sie lieben mich. Einigen wir uns auf Unentschieden. Gut, einigen wir uns auf Unentschieden. Motor-Ed! Rotkäppchen! Rotkäppchen! Draken? Ich hab so eine Schwäche für Rothaarige, ne? Das ist brutal. Echt jetzt. Draken? Kim Possible! Wieso finden meine Feinde immer zueinander? Wir sind verwandt. Echt jetzt? Echt jetzt! Aber ich muss sagen, die Folgen haben nachgelassen. Also ich hatte das Gefühl, dass er Folge 1 und 2 noch gemacht hat, weil er wirklich was auf Lager hatte. Und dann 3, 4, 5 macht er einfach nur noch, weil es Klicks bringt.
Nein, aber sehr gut. Also wirklich, wirklich sehr, 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 sehr gute, sehr, sehr gute Zitate drin. Aber am Anfang hatte ich das Gefühl, es ging wirklich noch um Zitate. Und dann war es am Ende eigentlich nur noch einfach ein witzige Momente aus Filmen oder Serien oder irgendwie so out of context shit. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass davon viel, viel zitiert wird. Assalam alaikum, 5 Döner, bitte. Bruder, das war mein Highlight.